Ein weiterer Film, gemeine Susi-3-Tricks, was alles passieren kann. Die drei Zugarten und wenn man dabei geschwänzt hat. Die PZB in Abhängigkeit der drei Zugarten mit bösen Konsequenzen, wenn man Schotterzwerge übersieht. Oder noch schlimmere Konsequenzen, wenn man den Zug crasht. Alles gleich nach dem Intro hier beim Simosack. So, da sind wir nun in dem nächsten Teil. Susi kann richtig böse, aber diesmal ist es gar nicht böse, sondern diesmal will ich aus dem vergangenen Film, wo ich angefangen habe mit der ersten Reihe Susi kann auch richtig böse, mit euch gemeinsam meinen Triebfahrzeugführer Autodidakt, also Selbstausbildung, fortsetzen. Und ganz vorneweg vielen Dank für die vielen, vielen Kommentare und Hinweise und Tipps, die ich da bekommen habe. Die waren wirklich hilfreich. Denn um diesen Zug nicht wieder in die Notbremsung, in die Zwangsbremsung zu schicken, brauchte ich das Wissen über die Zugarten. Da habe ich tatsächlich in den letzten Jahren echt geschwänzt. Und das will ich jetzt gemeinsam mit euch mit diesem Videoclip nachholen. Wer Lust hat, die Zugarten kennenzulernen, die sind einfach wichtig für solche Probleme, der schaut sich dieses Video bis zum Ende an. In der Beschreibung gibt es auch noch ein paar Tipps und Webseiten, wo man das nochmal etwas anders nachlesen kann. Hier jetzt mit dem Simosack jedoch in einem Videoclip. Also, der Hintergrund war, der Simosack hat diesen recht schweren Güterzug nicht rechtzeitig runtergebremst auf die Überprüfungs- und Wachungsgeschwindigkeit. Und das hat auch damit zu tun, dass der Simosack sich einfach nicht vernünftig auskennt mit den Zugarten. Und welche Zugarten es gibt und warum das wichtig ist, das will ich jetzt so Schritt für Schritt in meinen Videofilmen erklären. Und dann kommen wir auch wieder zu den nächsten bösen Fouls von Susi, wenn Susi mal wieder richtig böse kann. Sei nur so viel gesagt, in St. Peter-Ording Richtung Husum hat der Simosack ganz ohne Absicht, durch Ablenkung, durch Unachtsamkeit, durch Gedankenlosigkeit, ein Triebfahrzeug neben das Gleis gesetzt. Kommen wir mal zurück zu unseren Zugarten. Und von diesen Zugarten gibt es derer drei. Es gibt die sogenannte obere, mittlere und untere Zugart. Für alles, was der Simosack hier erzählt, ist er natürlich auch immer dankbar, wenn die Experten und Fachleute, die auch seine Filme gucken, ihn korrigieren und wieder so wunderbare Hinweise geben, wie bei dem Susi-Böse-Film. Also, untere Zugart, obere Zugart, mittlere Zugart, woran erkennen wir das? Und darum geht es genau in diesem Clip. Und zwar die untere, die mittlere und die obere Zugart. Im PZB-Steuergerät erkennen wir das, wenn wir in dem Triebfahrzeug sitzen, an diesen drei Ziffern, 55, 70, 85. Und unser Beispiel war ja unser schwerer Güterzug in der 55er Stellung des PZB-Leuchtmelders. Blinkend übrigens, dazu kommen wir noch gleich. Ergo untere Zugart und das bedeutet langer Bremsweg bei gleichem Kontrollweg. Das heißt, das Programm läuft hier auch über eine bestimmte Strecke. Wir unterscheiden also nicht nur die drei Zugarten, sondern wir brauchen zu jeder Zugart auch im Grunde genommen drei wichtige Informationen, nämlich die maximale Geschwindigkeit. Was passiert bei der 1000-Hertz-Überwachung und was passiert bei der 500-Hertz-Überwachung? Klarer Punkt, maximale Geschwindigkeit 105 Stundenkilometer haben wir geklärt. Aber jetzt kommt's. Eigentlich auch ganz einfach zu merken ist nämlich die Länge. Bei PZB 90 ist die Gesamtprüflänge 1250 Metern. Man kann sich nach 700 Metern befreien, wenn kein gegenteiliges Signal irgendwas anderes sagt. Da müssen wir im Teil noch zu kommen, das wollen wir jetzt an diesem Punkt nicht übertreiben. In der nächsten Phase haben wir die nächste Überwachungsgrenze, das ist der nächste Magnet, der 500 Hertz Magnet. Dieser Prüfabschnitt läuft jetzt 250 Meter. Innerhalb dieses Abschnitts müssen wir runter auf 25 km/h. Der Leuchtmelder fängt rot an zu blinken und genau das ist der Punkt, den wir uns in der Praxis noch angucken werden. Auch für diese untere Zugart, dazu brauchen wir natürlich auch erstmal ein rotes Signal. Kein Wenn ohne Aber und Ausnahme. Natürlich gibt es da noch ein paar Probleme zu lösen. Für uns Simulationsfahrer und als Anfänger soll es aber hier schon mal reingebracht werden.
Wenn wir in einer solchen Haltephase sind, also runtergebremst haben, die erste Geschwindigkeitsüberwachung, auch die zweite eingehalten haben und dann zum Halten kommen, dann senkt sich dieser PZB-Melder, obwohl da oben seine Geschwindigkeit steht, nochmal ab auf 45 und 25 km/h. Sonderfälle gucken wir uns an, denn jetzt gehen wir erstmal in die Praxis von unserem monsterschweren Zug, der so böse war. Ja, in der Praxis springen wir jetzt in unseren Zug auf der Strecke und wir sehen hier das Vorsignal Halt erwarten. Die PZB-Wachsamkeit-Taste wird gedrückt, unsere 55 der unteren Zugart blinkt. Wir erwarten also ein Haltsignal und sehen zu, dass wir eigentlich uns auf Halt vorbereiten. In der ersten Phase, also der ersten Phase unserer Überwachung, das sind diese 700 Meter, aber erst einmal die Geschwindigkeit unter 55 Stundenkilometer drücken. So, jetzt aber passiert hier Folgendes, und das ist das Besondere zu den normalen Signalen, die auf Halt stehen oder dem normalen Fall PZB Halt erwarten, ändert sich etwas. Und zwar, wir haben gar kein Halt erwarten zwischenzeitlich mehr, sondern Langsamfahrt 60 Stundenkilometer. Also, wir müssen unter unserer Prüfgeschwindigkeit bleiben. Das machen wir hier auch ziemlich korrekt. Die PZB-Taste wird im Grunde, das PZB-Programm läuft weiter, das sehen wir in der blinkenden 55. Und wir könnten theoretisch unsere Geschwindigkeit hier auf 55 erhöhen. Leicht wird auch aufgeschaltet, um den Zug in Gang zu halten. Also, das ist eine typische Situation. Wir fahren auf ein haltzeigendes Signal zu. Wir müssen eigentlich auf Halt runter, auf 0 km/h. Wir sehen aber im Verlauf der Strecke, dass sich es aufgelöst hat in Langsamfahrt oder einen anderen Fahrbefehl. Das PZB-Programm wäre an dieser Stelle abgelaufen. Die 55 blinkt nicht mehr. Aber der Triebfahrzeugführer sieht in diesem Fall schon das nächste haltzeigende Signal. Also, an dem wir jetzt gerade vorbeikommen, gleich auf Vorgang PZB-Wachsamkeitstaste betätigen. Die Bremse natürlich betätigen. Wir müssen runter. Wir müssen hier auf 0. Und gleich kommt noch eine klitzekleine Besonderheit im wahrsten Sinne des Wortes. Denn da hatte der Simusack auch am Anfang so seine Schwierigkeiten. Wir fixieren, oder ich fixierte mich immer auf die ganz großen Signale. Aber hier haben wir es mit einem kleinen Signal zu tun, einem kleinen Zwerg, der am Boden befestigt ist, der auch gerne im Jargon der Triebfahrzeugführer Schotterzwerg genannt wird. Aber der ist gemeint, der zeigt uns gleich den Haltepunkt. Hier fahren wir im Autopilotenmodus. Das PZB-Programm läuft. Wir müssen unsere Geschwindigkeit auf 0 absenken bei diesem schweren Zug. Ich persönlich, wenn ich jetzt nicht Autopilot gewesen wäre, wäre schon eine Schleichfahrt gewesen, weil meine Erfahrung ja zeigte, dass dieser monsterschwere Zug sich wirklich nur ganz, ganz, ganz schlecht abbremst. So, rote Taste kommt hinzu, roter Leuchtmelder, nicht Taste, roter Leuchtmelder im PZB kommt dazu. Halt ist also jetzt wirklich, wirklich ernst gemeint. Nochmal die Geschwindigkeit auf den letzten Metern bis 0 reduzieren. Prüfgeschwindigkeit dann unter 25 Stundenkilometer. Da sehen wir gleich, ja, das Signal, das hintere am Mast ist nicht gemeint, sondern das war so ein böses Foul für den Simusack schon mal. Da unten der kleine Zwerg, den ich gleich nochmal hier extra rausgeholt habe, der vor unten jetzt vor uns steht sozusagen, der Schotterzwerg ist gemeint. Hier ist anzuhalten. Das war im Grunde genommen unser erster Teil zum Thema Zusi- und Zugarten. Da geht es natürlich weiter. Wir kommen zu den anderen Zugarten. Step by Step heißt natürlich für euch: Kanal abonnieren, Glocke reindrücken, wer es noch nicht getan hat, ein Like da lassen, würde den Simon auch freuen. Dann geht es weiter auf diesem Kanal. Ich sage danke und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bei Simon.